Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich mega, dass ich heute Morgen da sein darf. Ich habe in den letzten Wochen ein Thema mit mir herumgedreht, das mich beschäftigt hat, das immer mal Fragen aufgeworfen hat. Und ich habe gemerkt, hey, das ist das, was Gott heute Morgen mit uns möchte teilen. Das, was ihm ein Anliegen ist. Das, was ich mit euch möchte teilen, danke vielmals, das hat mit dem zu tun. Ich weiß nicht, wer unter euch sind Leseratten. Okay, hat ein paar. Die anderen können vielleicht das, was ich jetzt erzähle, ein bisschen vergleichen mit, ich weiß nicht, ob ihr Film schaut, wenn ihr so eine Lieblingsserie habt, ist das manchmal ein bisschen ähnlich. Mir geht es nämlich so mit Büchern, mit guten Romanen oder Biografien, die so richtig gut geschrieben sind, die einen packen. Ich fange dann an und ich mache weiter und ich mache noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter und es ist morgen um 2 und irgendwann mit Mühe und Not schaffe ich es dann doch einmal zum Licht löschen. Das ist so der, wenn du eine Serie, eine Staffel nach der anderen schaust und irgendwie es einfach nicht geht zum Abschalten, oder? Es packt einem, es fasziniert einem, man taucht irgendwie ein in eine andere Welt, kann sich identifizieren mit diesen Figuren und ist so ein bisschen, eben, ein bisschen weg. Aber irgendwann kommt der Moment, wo die letzte Seite kommt und du zuklappst. Und dann. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, vielleicht nach einem Film oder so. Es bleibt irgendeine gewisse Leere zurück. Es ist so ein bisschen ernüchternd. Du bist abgetaucht, du hast dich identifiziert und alles. Und irgendwie wünschtest du dir, es geht weiter, aber es geht nicht weiter. Es ist einfach irgendwie vorbei, aus, Ende, tot. Weil es hat nichts wirklich mit deinem Leben zu tun. Vielleicht ist es zwar schon eine Geschichte, die dich ein bisschen inspiriert, aber schlussendlich hat es keinen Impact. Dann bin ich kürzlich über eine Liedzeile gestolpert. Und zwar hat die geheissen, Your word is alive. Dein Wort ist lebendig. Und ihr ratet schon, wenn von Your word die Rede ist, dann ist das Wort Gottes gemeint. Habe ich damals ein grosses, altes, schweres, dickes Wort Gottes mitgenommen. Das ist irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder so. Wenn es heisst, Your word is alive, dann ist das gemeint, die Bibel. Und das wirft automatisch die Frage auf, ja, was macht denn das Wort lebendig im Gegensatz zu meinen netten Büchern, Biografien und Romanen? Was ist der grosse Unterschied? Und wenn du eigentlich Bibel lesest, ein bisschen häufiger oder ein bisschen weniger häufig, hast du wahrscheinlich jetzt ganz einen Haufen Antworten parat. Das hatte ich auch, als ich mir die Frage stellen kann. Und so gewisse Antworten kommen immer relativ schnell, aber ich habe gemerkt, je mehr dass man anfängt zu graben, je mehr dass man sich anfängt damit befassen, was ist denn das Wort Gottes überhaupt? Wie ist es und was bewirkt es und was ist denn Gottes Absicht damit, desto grösser und wunderbarer und umfassender und irgendwie gewaltiger wird das. Und ich möchte euch einladen heute Morgen, dass wir uns irgendwo auf diese Entdeckungsreise begeben und ein bisschen herausfinden, was ist denn so faszinierend und was ist denn so anders am Wort Gottes. Ich habe euch ein paar Facts mitgebracht. Die seht ihr hier eingeblendet. Es gibt ein paar erstaunliche Tatsachen über die Bibel. Die Bibel ist das allererste Buch auf der ganzen Welt, in der ganzen Weltgeschichte, das erste Buch, das gedruckt worden ist. Meint ihr sogar, der Buchdruck ist wegen der Bibel erfunden worden. Denn die Bibel ist das meist verkaufte Buch. Ihr seht hier die erstaunliche Zahl von 5 Milliarden. 5 Milliarden Mal ist die Bibel verkauft worden. Und das ist so wahrscheinlich nicht ganz eine genaue Zahl, sondern eine ungefähre Schätzung, aber ihr findet die im Guinness-Buch von der Rekord. Das zweitmeist verkaufte Buch, das hat den Titel «Die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong». Es ist noch einfach erklärbar, warum das auch relativ oft ist verkauft worden, angesichts dessen, dass China eine ziemlich grosse Bevölkerung hat und dass das ein Buch ist, das von ihrem grossen Führer geschrieben worden ist. Aber das ist das zweitmeist verkaufte Buch
Und das bringt es gerade knapp auf 1 Milliarde. Ein riesen Unterschied, oder? 5 Milliarden Bibel, 1 Milliarde das vom Mazedon. Und die Bibel ist auch das meist übersetzte Buch. Nämlich in 719 Sprachen als ganze Bibel. Und dann gibt es auch noch Teilübersetzungen, also irgendwie vom Neuen Testament oder nur von einzelnen Büchern oder Briefen oder so. Das sind weitere 3524 Sprachen. Das ist ein Buch von der absoluten Superlative. Es gibt kein Buch auf der ganzen Welt, in der ganzen Weltgeschichte, das auch nur annähernd vergleichbar wäre mit der Bibel. Das ist ein Bestseller, ein absolutes Must-Read. Also man könnte sagen, wer die Bibel nicht gelesen hat, der hat eine brutale Bildungslücke. Der hat keine Ahnung von gar nichts. Weil die Bibel ist einfach das Buch, also wenn du auch nichts liest, aber die Bibel musst du irgendwie gelesen haben, oder? Wenn du so diese Zahlen siehst. Aber die Bibel ist so viel mehr als einfach gute Allgemeinbildung. Ich möchte euch Passagen vorlesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Der entscheidende Punkt steht hier im ersten Satz. Alles, was in der Schrift steht, ist vom Geist Gottes eingegeben. Das heisst, es hat zwar ein Mensch den Stift in den Finger gehabt, das wissen wir alle. Aber der Heilige Geist hat jedes einzelne Wort, das da innen ist, inspiriert und den Menschen gesagt. Es war sozusagen der Souffleur oder der Ghostwriter oder wie der jetzt dem immer will sagen. Das heisst, wir haben da drinnen, zwischen diesen Buchdeckeln innen, haben wir wortwörtlich Gottes Wort, das Wort vom allmächtigen Gott, von Himmel und Erde, dem Schöpfer, dem Herrscher vom Universum. Das finden wir hier zwischen diesen Buchdeckeln innen. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass das so ist. Wir wissen es, ja, das ist Wort Gottes, wir sagen dem so, wir wissen das. Das steht bei uns im Bücherregal. Aber haben wir es wirklich da innen gecheckt, dass der Herrscher von Himmel und Erde zu dir und zu mir ganz persönlich redet, durch die Ziele, die da innen stehen? Finde ich das gewaltig. Das hat mich echt ein bisschen neu gepackt. Stell dir vor, ich weiß nicht, für was dass du dich interessierst, vielleicht ist es mehr Philosophie, vielleicht bist du in der Wissenschaft so ein bisschen interessiert, vielleicht packt dich etwas aus der Technik und du hörst, dass der absolute Crack auf diesem Gebiet, der Spitzenmann, die Spitzenfrau auf dem Gebiet, das dich interessiert, in Genf als Redner ist. Was machst du? Du steigst ins Auto oder in den Zug und willst die Person unbedingt sehen und hören, oder? Oder noch besser, stell dir vor, Jesus ist in Genf. Yes! Also ich würde so ziemlich alles stehen und liegen, alle Termine absagen, meine Kinder irgendjemandem zum Hüten anvertrauen und sagen, Leute, bin dann mal weg, Jesus ist dort, ich will ihn hören. Diese Gelegenheit lasse ich mir nicht gehen. Das hat ein bisschen Haken, die ganze Geschichte. Die schlechte Nachricht ist nämlich, dass Jesus nicht in Genf ist. Aber die gute Nachricht ist, dass wir seine Worte in unserem Bücherregal haben. Dass wir gar nicht nach Genf müssen reisen, sondern dass seine Worte jederzeit und überall verfügbar sind für uns. Wenn nicht in Form von einem Buch, dann in Form von einer App, die du immer im Hosensack hast und jederzeit darauf zu kannst greifen. Wir haben sein Wort verfügbar. Es steht im Vers 16, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Ist noch recht logisch, oder? Dass Gott kein unnützes Zeug erzählt. Also ich weiß nicht, ich glaube, nicht alles, was ich den ganzen Tag sage, hat so viel Nutzen. Das ist zwischen noch einfach mal bla bla. Aber das, was Gott sagt, das ist von Nutzen. Und das bewirkt etwas in unserem Leben. Und es wird dann nachher weiter aufgezählt, was es bewirkt. Das heisst nämlich, die Bibel unterrichtet in der Wahrheit. Die Bibel zeigt uns auf, wer wir Menschen sind. Sie zeigt uns auf, wer Gott ist. Sie zeigt uns, was Gott über uns denkt, was Gott für Absichten mit uns hat. Und schaut, wir werden so viel belogen in unserem Leben. Politiker lügen,
sorry, das ist jetzt ein bisschen böses Statement, aber ich glaube, es ist einfach in vielen Fällen wirklich so, wenn sie es vielleicht zum Teil gut meinen und es nicht mal mit Absicht machen. Aber irgendwo, du wirst in der Politik angelogen, du wirst in den Medien angelogen, du wirst auf Social Media erst recht angelogen, dort wimmelt es von Lügen. Vielleicht wirst du von deinen Freunden mal angelogen, vielleicht fragst du deinen Kollegen, hey, wie geht es dir heute? Und er sagt dir, ja, mir geht es gut, obwohl du genau siehst, es stimmt nicht. Einfach, wir sind konstant mit Unwahrheit konfrontiert. Und da steht, hey, die Bibel ist nicht fake. Das, was wir da drinnen finden, das ist Wahrheit und auf das kannst du dich verlassen. So etwas Wertvolles in der heutigen Welt, wo du nicht weißt, auf was du dich verlassen kannst. Dann heisst, sie deckt die Schuld auf. Im Licht der Bibel erkennen wir, wie heilig Gott ist. Wenn du da drin liest, merkst du, boah, Gott ist so unfassbar gross, Gott ist so unfassbar heilig. Und gleichzeitig merken wir, wie unzulänglich dass wir selber sind. Die Bibel ist nicht einfach eine Sammlung von netten Geschichten über nette Menschen. Ja, in den Romanen findest du das vielleicht lauter liebe Leute. Aber in der Bibel geht es um Neid, um Eifersucht, um Diebstahl, um Totschlag, um Mord, um Ehebruch. Die ganze Palette von der menschlichen Verdorbenheit findest du drin. Und schlussendlich halten sie dir selber, halten sie mir selber den Spiegel vor und ich merke, wow, von wegen, ich bin ein guter Mensch, ich bin egoistisch von dort bis innen raus. Und das prägt mein Leben und nicht mein vermeintliches Gutsein. Wir merken, der Humanismus sagt uns zwar, der Mensch ist gut, aber wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir, dass das mit dieser Güte nicht so weit lenkt. Und dass wir es uns zwar Mühe geben können und vielleicht auf ein Level, auf ein gewisses Level an Gutsein bringen können, aber es lenkt noch längstens nicht. Und die Bibel zeigt uns aber auch den richtigen Weg. Wir lesen es hier. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Sie zeigt uns nämlich, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er die Antworten hat auf diese Fragen. Dass er die Lösung hat für unsere Schuld. Und schlussendlich, sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Bibel hilft uns verstehen, was Gott auf dem Herzen ist. Sie zeigt uns seine Leidenschaft, die er für uns Menschen hat. Sie zeigt uns seine Liebe, sein Rufen nach uns. Und sie zeigt uns auch, was Gottes Wille für uns ist. Dass er uns nämlich möchte verändern, dass er uns möchte näher ziehen. Es ist sozusagen eine Gebrauchsanleitung für ein Leben nach Gottes Wille. Der David schreibt im Psalm 19, in den Versen 8 bis 9, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Wenn da von Ratschlüssen, von Gesetz und Gebot dreht ist, dann sind da nicht eigentlich die 10 Gebote gemeint oder so, sondern es geht da um das Wort Gottes, wie es bis dorthin bekannt war, also einfach ein Teil vom Alten Testament. Also das Wort Gottes. Und das heisst, das Wort Gottes erfrischt die Seele. Sie erfreut das Herz. Das sind Worte, die uns gut tun, oder? Für mich hat das so ein bisschen den Klang nach einer Dusche an einem überheissen Sommertag. Wenn dir so richtig alles runterläuft und du findest, oh, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist mühsam, dann unter einer kühlen Dusche stehen und einfach erfrischt werden. Das ist so das Bild, das mir kommt, wenn ich das lese. Es erfrischt die Seele, es tut unserem Herz gut. Oder ein anderer Aspekt, der da drinnen ist. Es ist zuverlässig. Und schenkt den Unverständigen Weisheit. Es ist klar und schenkt Einsicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich manchmal schon ein paar unverständig. Und habe irgendwie das Gefühl, ich böcke gar nichts. Das Leben ist kompliziert und was ist jetzt richtig, was ist falsch, welche Entscheidungen soll ich treffen? Und so oft im Leben, wo wir merken, hey, wow, ich bin überfordert. Und das Wort Gottes verspricht uns, dass es mit Klarheit in unser Leben hineinkommt, dass es Einsicht schenken will, dass es Verständnis schenken und Einsicht. Ja, und wenn ich da diese Sachen aufzähle, dann komme ich mir ehrlich gesagt ein bisschen vor wie so ein Werbeverkäufer. Leset das Wort Gottes, dann werdet ihr erfrischt. Einzigartige Gelegenheit, die brauchen Weisheit, nehmt das Wort Gottes. Ihr seid müde, leset das Wort Gottes. Ihr wisst nicht, was durchgehen soll, ihr braucht den richtigen Weg, Wort Gottes. Also so ein Werbeverkäufer, der da einen Vorzug nach dem anderen aufzählt.
Und ehrlich, ich habe euch erst jetzt zwei kurze Passagen vorgelesen. Etwas aus dem Timotheus, etwas aus dem Psalm. Und wir haben so eine Fülle an Verheißungen, an Versprechungen, an Zusagen, was das Wort Gottes für uns möchte sein. Und wir haben eigentlich erst gerade angefangen. Ich glaube, ich könnte euch jetzt noch zwei Stunden lang voll predigen mit Bibelstellen. Ich verschone euch, keine Angst. Aber wir merken, da ist so eine Fülle vorhanden. Und wir merken, die Bibel ist nicht einfach nur so ein nice to have. Im Gegensatz zu diesen Büchern da, die irgendwo durch den Tod sind, die so wenig Impact auf unser Leben haben, haben wir hier lebendige Worte, die eine Wirkung haben in unserem Leben. Und Jesus selber hat uns das vorgelebt. Er hat das ganz genau gewusst. Wir haben die Geschichte in der Bibel, wo er in der Wüste ist, 40 Tage gefastet, und dann kommt der Teufel und will ihm so richtige Haken stellen und ihn zu Fall bringen. Und was macht Jesus? Er nimmt die Bibel und gibt ihm mit der Bibelstelle Antwort. Dann versucht der Teufel nochmal. Er gibt ihm wieder mit der Bibelstelle Antwort. Dann versucht er es nochmal. Und er gibt ihm nochmal mit der Bibelstelle Antwort. Und dann lässt er sie. Das heisst, die Wahrheiten von der Bibel, die sind für unseren Schutz. Ein Schutz vor diesen ganzen blöden Tricks vom Teufel, die uns täuschen und die uns wegziehen von Gott, die uns die Wahrheit verdrehen, die uns einreden wollen. Zum Beispiel, wir sind nicht mehr Kind Gottes oder all das. Und wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann ist das wie im Epheser 6 wird das beschrieben als ein Schwert. Das heisst, der Heilige Geist gibt uns das Schwert in die Hand, dass wir sagen können, zack, hey Teufel, was willst du? Die Wahrheiten von Gott sagen etwas ganz anderes, als du mir jetzt hier einreden willst. Und wir merken, hey, wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir das mit uns tragen, dann ist das ganz eine mächtige Waffe, die uns schützt und die uns stärkt in unserem Leben als Christ. Jesus hat dem Teufel gesagt, es heisst in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus vergleicht hier das Wort Gottes mit Brot. Habe ich da eins mitgebracht? So. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt morgen essen. Bei uns ist es so ein bisschen üblich, dass wir meistens ein Stück Brot mit irgendwie Anken und Konfü oder in der Ferien mit Nutella oder so drauf haben. Etwas, wo man täglich zu sich nimmt. Etwas, wo man braucht. Etwas, was den Körper stärkt. Und Jesus macht hier den Vergleich und sagt, so wie dein Körper Nahrung braucht, damit er funktionieren kann, braucht auch dein Innermensch Nahrung. Damit du funktionieren kannst, braucht dein Geist Nahrung. Und da stellt sich die Frage, ja, was ist denn die Nahrung? Wie bekommt man die? Und logisch, ja, ich habe jetzt eine Viertelstunde schon über das Wort Gottes geredet. Die Antwort ist das Wort Gottes, ganz natürlich. Aber vielleicht hockst du jetzt hier und findest, hey, Stefanie, ja, ich weiß schon lange. Ich kenne Jesus schon lange und ich habe schon lange eine Bibel im Regal. Und ich versuche schon lange, mir das Bibellesen zu einer Gewohnheit zu machen, aber irgendwie, ehrlich. Erstens verstehe ich es nicht. Zweitens fällt es mir schwer. Dann wollte ich früher aufstehen und es funktioniert nicht. Und überhaupt, irgendwie das mit dieser Bibel, das ist so eine Sache. Ich möchte zwei Sachen mitgeben. Ich verstehe die so gut, ehrlich gesagt. Es ist nicht so, dass ich der Obercrack wäre, jeden Tag meine Bibelabschnitte lesen. Ich selber weiss, wie es manchmal ein Kampf sein kann. Und wie es manchmal Phasen gibt, wo es dir gut klingt und Phasen, wo es dir weniger gut klingt. Aber ich möchte uns zwei Sachen mitgeben. Das eine ist, wenn du die Bibel das nächste Mal in die Finger nimmst, dann ruf dir das Bild hier in Erinnerung. Schau, wir behandeln die Bibel so oft als Pflichtlektüre. Wir haben so oft das Gefühl, als Christ muss halt. Es gehört zum guten Ton. Zu den To-Do-Listen. Und wir haben gar keine Erwartung mehr, dass Gott zu uns redet. Hey, Gott gibt dir das Geschenk. Wow, jetzt wäre es mir fast davon gekommen, das will zu euch. Gott gibt dir das Geschenk und sagt, hey, ich vertraue dir mein Reden an. Ich möchte zu dir reden. Ich möchte dein Herz berühren, möchte dein Herz gewinnen. Und das ist ein Geschenk von mir. Ich möchte dir ganz eine neue Erwartung und ganz eine neue Freude geben.
Und dann darfst du das Päckchen auftun und mit der Freude an die Bibel hergehen. Weil du weißt, der lebendige Gott möchte ganz persönlich zu dir reden. Und das Zweite ist, im Epheserbrief steht, dass der Heilige Geist der ist, der uns das Schwert in die Hand gibt, der uns das Wort Gottes in die Hand gibt. Das heisst, er ist es auch, der uns das Ganze aufschlüsseln kann. Bist ehrlich vor Gott. Mach keine Show. Sag ihm, wenn es dir schwerfällt. Sag ihm, wenn es dir schwierig verständlich findest. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir es erklärt. Bitte ihn, dass er dir Hunger schenkt. Schau, Brot essen, wenn du keinen Hunger hast, macht keinen Spass, oder? Also wenn du irgendwie, ja. Die einen mögen am Morgen gar nichts essen, die wissen wahrscheinlich erst recht, was sie meinen. Wenn die morgen früh etwas essen müssten und erst recht ein Stück Brot, würde es dann gerade ablöschen. Wenn man keinen Hunger hat, macht es keinen Spass. Aber wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann kann er einen Hunger, eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes wecken, dass wir unbedingt wollen, wieder mal zu unserer Bibel greifen und drinnen forschen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen noch, aus dem Psalm 119, 18. Dort hat der David gesagt, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz entfacht. Lass uns mit dieser Haltung an die Bibel hergehen. Hey, tu mir die Augen auf. Ich weiss, es hat Wunder da drin. Ich weiss, es hat spannende Sachen da drin. Ich weiss, du willst zu mir reden. Tu mir die Augen auf. Und ich werde euch ein paar ganz praktische Tipps mitgeben. Wenn du noch keine Bibel hast, besorg dir eine. Aber nicht nur das. Wenn du eine Bibel hast, die dich schon beim Anschauen langweilt, dann bitte besorg dir eine andere. Wenn du findest, das schwarze Buch macht mich gar nicht an, dann bitte besorg dir eine farbige. Wenn du nicht gerne lesest, dann lade dir eine App ab und lass deine Bibel. Du musst nicht lesen. Hey, für die einen ist Lesen so ein Kampf. Es nervt. Es interessiert nicht. Es ist mühsam. Und vielleicht verstehst du mit Lesen noch gar nicht viel. Dann lass die Bibel. Und nimm das Wort Gottes so zu dir. Das Zweite, mach deine Bibel zu etwas Persönlichem. Du siehst, ich habe jetzt die da hier in der Hand. Ich habe die mit etwa 8-jährig geschenkt bekommen. Und ich bin früher in die Jungschar gegangen. Die habe ich mitgenommen an jeden Nachmittag und in jedes Lager. Dementsprechend ist sie irgendwann fast auseinandergefallen. Dann hat mir meine Mami da so einen Jeans-Einbund drumherum gemacht. Das heisst, jetzt kenne ich sie aus 1000 Bibeln heraus. Aber es ist nicht nur äußerlich, meine Bibel. Sondern ich habe da drinnen Versen angestrichen, die mich angesprochen haben. Ich habe da drinnen Notizen nebendran gemacht. Irgendwo habe ich reingeschrieben, das Datum, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Ich habe Versen angestrichen, die mir irgendwann mal Menschen als eine persönliche Zusage von Gott weitergegeben haben. Es hat Erlebnisse drinnen, es hat Kärtchen drinnen, es hat das ist ein Schatz von Erinnerungen und von persönlichen Erlebnissen, die ich mit Gott gemacht habe. Und mittlerweile lese ich häufig in einer anderen Bibel. Aber die hier, die nehme ich immer wieder führen. Und die ist so in meinem Geist eingebrannt, wenn ich danach einen Bibelvers suche, dann weiss ich genau, Moment, ich kann nicht genau sagen, ist es jetzt im Korinther oder im Philipper oder was auch immer, aber ich weiss, sie ist oben rechts rot angestrichen. Das lebt. Und das ist für mich ein Schatz, den ich nicht so schnell hergebe. Mach deine Bibel zu deinem persönlichen Schatz und halt das fest, was du erkennst und du mit Gott erlebst, mit mir lesen. Entwickle eine Gewohnheit. Dein Morgenbrötchen oder vielleicht sind es bei dir die Haferflocken oder eben vielleicht auch nur der Kaffee am Morgen. Das ist deine Gewohnheit, das machst du jeden Tag, ohne zu überlegen. Überlege mal, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass du dir das Bibellesen auch zu so einer Gewohnheit kannst machen. Sei es am Morgen vor dem Morgen oder sei es eben zum Kaffee dazu. Oder wenn du dann ein Abendmensch bist, am Abend vor dem Einschlafen. Oder wieso nicht im Zug, wenn du auf dem Weg zum Arbeiten bist. Ohrenstöpsel rein und dann lässt du dir einen Psalm vorlesen von diesem coolen App. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und vielleicht überfordert es dich auch täglich, versuchen Bibel zu lesen. Hey, mach dir keinen Stress daraus. Wenn täglich zu viel ist, dann mach es jeden 2 Tage oder 3 Mal in der Woche oder was auch immer. Aber such eine Gewohnheit, die für dich passt, dass du das Wort Gottes immer wieder zu dir nimmst. Es ist tägliches Brot, wir brauchen es.
Nutze die Bibellesehilfe. Es gibt so Heftchen, es gibt Bücher, es gibt Apps, wo dir irgendein Abschnitt vorgeschlagen wird, wo du Kommentare dazu bekommst, wo du Erklärungen dazu bekommst. Und wenn du seit 10 Jahren mit der gleichen Bibellesehilfe lesest und es dich langsam angurkt, dann such etwas Neues. Probier etwas Neues aus. Hey, seid kreativ, sucht Abwechslung, sucht, dass es spannend bleibt für euch zum Bibellesen. Und wie wäre es, wenn du dich mit jemandem zusammentust? Hey, wir haben so viele coole Möglichkeiten, uns mit Leuten zu treffen, auch wenn wir nicht einmal uns physisch treffen. Wieso nicht mit deinem besten Freund am Morgen um 6:30 per FaceTime ein paar Verse lesen und darüber austauschen? Wäre so einfach. Aber du startest ganz anders in den Tag, weil du einfach schon mal wieder ein bisschen am Wort Gottes geknabbert hast und etwas mitnimmst. Und Miriam, wenn du einen Bibelabschnitt liest, erkennst du andere Sachen als ich. Dann nein, du checkst anderes Zeug oder es fällt dir anders in die Augen. Dann können wir austauschen und das kann uns gegenseitig ermutigen. Helfen wir einander doch. Es muss ja nicht jeder selber mit seiner Bibel kämpfen, wenn es wirklich ein Kampf ist. Und vielleicht hockst jetzt du da und findest, hey Stefanie, also wieso redest jetzt du die ganze Zeit, dass das so mühsam ist? Ich habe mega Freude an meiner Bibel und ich lese jeden Tag in meiner Bibel und ich kann fast nicht aufhören. Hey, fantastisch, ich freue mich für dich. Das ist so cool. Es ist so ein Geschenk, wenn du so Freude hast an deiner Bibel. Und dann möchte ich dich ermutigen, frag der Heilige Geist, ja, was ist denn deine Aufgabe in diesem Sinne? Gibt es auch jemand anderes, den du könntest ermutigen? Wenn dir ständig wieder ein Kronleuchter aufgeht und du so viel erkennst in deiner Bibel, dann bitte teile das, was du erkennst. Biet jemand anderem von deiner Kleingruppe, von deiner SG, der merkt, hey, er hat Mühe, biet doch an, dass ihr miteinander die Bibel lesen. Und seid einander gegenseitige Hilfe. Ich bin mir bewusst, dass ich euch jetzt nichts Neues erzählt habe. Und vielleicht findet ihr jetzt, hey Stefanie, also irgendwie, das ist jetzt schon sehr, sehr basic, was du da bringst. Und ja, es stimmt. Und ich habe mich ein paar Mal hinterfragt im Vorfeld, ob ich euch das wirklich so erzählen soll. Und ich habe gemerkt, nein, der Heilige Geist hat das ganz fest auf dem Herz. Schaut, manchmal sind wir so auf der Suche nach den krassen Erlebnissen mit Gott. Die Highlights, eine spezielle Begegnung, tief berührt sein, ein Wunder, eine Heilung. Und das ist auch gut so, wir sollen uns ausstrecken nach dem. Gott möchte uns das schenken und er möchte uns immer wieder auf ganz besondere Art und Weise begegnen. Aber das hat so etwas von den krassen, feinen Apero-Häppchen, sagen wir an einer Hochzeit. Oder so ein Lachsbrötchen, vielleicht sogar das Kaviar-Schnittchen und der Champagner oder der Prosecco oder was auch immer, das sind so Highlights. Die genießt man ganz besonders und am liebsten will man sich nur noch von dem ernähren. Aber eigentlich wissen wir, nur von Lachsbrötchen wirst du nicht satt. Wenn du nur Champagner trinkst, geht es dir irgendwann nicht gut. Wir brauchen auch noch irgendwie so etwas. Daily Bread. Wir brauchen unser tägliches Brot oder unsere Haferflöckchen. Irgendetwas, das einen Boden gibt, das uns eine Basis gibt, das uns nährt im Alltag. Und das ist das Wort Gottes. Und zu dem müssen wir immer wieder zurückkommen. Und ja, so wie ich vorher gesagt habe, ich weiss selber, wie es manchmal nicht ganz einfach ist, um dranzubleiben. Aber wenn ich es immer wieder vor Augen führe, dass es einfach ein Geschenk ist, ein riesen Privileg, dass wir das Wort vom allmächtigen Gott in den Händen haben. Und wir uns vor Augen führen, immer wieder, dass das Wort in unserem Leben nicht ohne Wirkung wird bleiben, wenn wir es lesen. Und vielleicht merkst du das nicht jeden Tag. Vielleicht hast du nicht jeden Tag diese krasse Erkenntnis. Aber es wird dein Leben prägen, wenn du das Wort Gottes als tägliche Nahrung zu dir nimmst. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt ganz persönlich mit Gott über dein Bibellesen redest. Bitte ihn darum, dass er dir ganz einen neuen Hunger schenkt nach seinem Wort. Bitte ihn darum, dass er dir die Wunder in seinem Wort erklärt. Und vielleicht zeigt er, was dein nächster Schritt ist. Ob du eine neue Bibel besorgen willst, eine, die dich begeistert und dir Freude macht. Ob du schon von mir Notizen machen willst, ob du dich mit jemandem zusammentun willst, damit ihr gemeinsam lesen könnt. Lass dir von ihm zeigen. Hey, und wenn du nachher gerne noch ein bisschen über das reden willst, was dich jetzt beschäftigt, was er dir zeigt, oder mit jemandem gerne möchtest beten, möchte ich dich einladen, am Ende, nach dem letzten Lied, dass du drüber in die Ministry Lounge kommst. Ich bin dort, es wird noch andere Leute dort haben, wir können gerne zusammen reden, wir können gerne zusammen beten. Und
und ihn bitten, dass er in unseren Herzen wirkt. Tun wir doch die Augen zu und suchen wir einen Moment einfach die Gegenwart von Gott. Vater, ich danke dir für das grosse Privileg, dass wir dein Wort dürfen haben. Danke, lebendigen, mächtigen Gott, dass du zu uns redest, dass wir dich dürfen hören. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns deine Wunder erkennen lässt. Bitte dich, dass du uns einen Hunger schenkst nach dir, nach deinem Wort, nach deinem Reden. Hilf du uns dort, wo wir uns jetzt für den nächsten Schritt entschieden haben, dass wir umsetzen, was wir auf dem Herzen haben. Schenke uns Leute an die Seite, die uns unterstützen. Und danke dafür, unsere weitere Zusage zusprechen aus Jesaja 55, Vers 8 bis 11. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen. Und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Danke Gott, dass dieses Wort ein lebendiges Wort ist und dass es Wirkung hat in unserem Leben. Und überall dort, wo wir es aussprechen und danach leben. Herr, ich will sehen, wie überall dort, wo wir Silberlis unterwegs sind, die Auswirkungen dürfen sichtbar werden, dass wir dein Wort kennen und danach leben. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.